schleppend am Wolchow unterwegs. Ja, das geht natürlich immer wieder gut, gerade wenn man hier schon 3 vernünftige Routen hat, mit denen man gut auf Lachs und auf Hecht gehen kann. Dann lohnt es sich besonders. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier mit etwas kleinerem Setup schon mal die ersten Brocken rauszuziehen. Ja, ich habe hier gerade die erste Runde gestartet. Ich bin jetzt einmal rauf, einmal runter gefahren hier am Wolchow an der klassischen Position hier zwischen den Inseln. Die genaue Route zeige ich gleich auch nochmal und habe auch schon die ersten Brocken rausgezogen. Also ab hier, ab den Hechten, beziehungsweise nee, ab dem Ladoga-Lachs. Also Ladoga-Lachs, Ladoga-Lachs und so weiter und so weiter. Hier unten war ich gerade noch unterwegs. An der Tunguska. Aber auch das hier sieht schon mal richtig gut aus. Also für die paar Minuten jetzt hier, die 7 Minuten, sieht das doch schon wirklich gut aus. Schöne Anzahl an Lachsen. So, jetzt müssen wir gerade mal eben wenden. Und zu dem Zweck hole ich diese Route, die aktive hier nochmal eben rein. Lass die beiden anderen links und rechts draußen. Und dann geht es jetzt wieder zurück. Grob wieder in die Richtung, Trollinggang rein und dann orientieren wir uns mal eben. So, Trollinggang läuft, jawohl. Also und jetzt fahren wir wieder hier lang. Also von der Route her, man sieht ja hier diese Linie, die man hier mit der Schnellreise quasi macht von dem Anleger aus der City bis zu diesem Anleger und wir fahren tatsächlich so fast diese Linie hier entlang. Ich fahre in der Regel hier rauf bis zur 8, drehe dann hier ein und fahre dann relativ gerade runter, mache dann hier nochmal eine kurze Kurve und dann geht es wieder rauf zur 8 und dann geht die 8, die man so fährt, hier wieder runter. Also eigentlich in diesem 8 Meter Loch ein bisschen verschrobene 8, das klappt immer ganz gut, rauf und runter und dann lübt das hier auch schon. Ja, und dann geht es natürlich hier um verschiedenste Köder. Da ist es immer so, dass wir hier schön mit den Ködern natürlich rumprobieren und testen müssen. Wir müssen verschiedene Farben testen, welche gerade gut funktionieren. Wir müssen aber auch Ködertauchtiefen bei den Wobblern ausprobieren und Formen. Und das ist beim Kunstköderangeln ja eigentlich immer das Gleiche. Also Form, Größe, Tiefe, Farbe, das sind immer so ein paar wichtige Punkte. So, jetzt peilen wir nochmal schön den Turm an. Ab in Richtung Turm. Damit fahren wir dann hier schön entlang und dann werde ich hier kurz vor Ende nochmal die Kehrtwende machen und dann geht es wieder rauf. So, und in der Zwischenzeit hier schön, ja, führen. Zwischendurch kann man auch mal so machen und wieder ein bisschen locker lassen hier. Das hier ist, wie gesagt, immer die aktive Route. Das sollte übrigens nicht die schwächste Route sein, wenn ihr 3 Routen habt und es sind 3 unterschiedliche Routen. Dann hier vielleicht tatsächlich die stärkste Route nehmen. Denn es kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn man diese Route hier nicht ablegen kann. Man hat hier drauf einen Drill und links oder rechts geht auch schon was in die Bremse. Dann muss man halt zusehen, dass man hiermit am schnellsten wieder raus ist aus dem Wasser, dass man eben auch die andere Route noch retten kann sozusagen und da die Brocken rausziehen kann. Auch wenn hier nicht unbedingt gerade der populärste Köder drauf ist oder diese Route hier vielleicht gar nicht so häufig im Wasser ist, weil man eben links und rechts die ganze Zeit beschäftigt ist. Von den Ködern her bin ich gerade, und das sind die, die wohl mit am besten laufen zurzeit, bin ich gerade mit den Snatchern unterwegs. Also Snatcher 02, das ist der, das hieß heute auch schon im Livestream-Chat, allen teste mal Wolchow mit den Snatchern, gerade auch nochmal nachgeschaut, gibt es verschiedene Beiträge auch schon zu. Also das funktioniert ganz gut. Ich bin hier, das ist einer, den ich schon lange verwende, der hat schon 12% Verschleiß über die Jahre jetzt, aber funktioniert immer noch top. Ich bin jetzt hier mit 31 Kilo Vorfachsmaterial relativ hechtsicher, nicht komplett hechtsicher. 31 Kilo ist wie gesagt nicht komplett safe, aber es ist schon mal ganz okay. Damit sollte so eine kleine Trophy ganz gut rauszuziehen sein. Es besteht immer wieder noch natürlich die Chance, dass sowas hier von einem Hecht durchgebissen wird. Die Chance ist einfach da, das Risiko ist einfach da. Naja, so ist es dann nochmal. Wenn man jetzt hier speziell auf den Ladoga-Lachs gehen möchte,
dann ist es so, dass es deutlich besser funktioniert, wenn man eben mit einem etwas kleineren Vorfach oder dünneren Vorfach unterwegs ist. Und ja, dafür hat man dann eben das höhere Risiko, dass dann ein Abbiss passiert. Ne? Ich gucke mal noch mal eben nach einem anderen Snatcher. Vielleicht geht ja noch was anderes. Wie wäre es denn? Vielleicht hier dieser gräuliche. Testen wir den mal. Der hat jetzt so Puschelhaken drauf. Lassen wir einfach. Puschelhaken sind hier in dem Fall nicht essentiell, sind nicht notwendig. Aber ja, direkt Schaden tun sie auch nicht. Ja, vom Setup her ist das jetzt hier natürlich traumhaft. Das ist Endgame-Setup. Das sind hier einmal die Ultima mit einer viel zu großen Rolle. Gerade die Goliath ja hier im Test diese Wochen. Und nebenan sind das die Black Edition mit Plus auf die Führung von Wobbler. Ja, da ziehen wir hier mal direkt einen rein. Jawohl. Also, das ist natürlich jetzt hier ideal. Natürlich auch hier dann ausgestattet mit übertrieben großer Rolle. Wobei, so ganz übertrieben ist es nicht. Denn wenn wir hier wirklich dann die Lachse drauf haben, und zwar nicht nur die kleinen Lachse hier, wie diesen schicken Ladoga-Lachs, sondern auch mal die großen Atlantischen, dann ist man für jedes stärkere Setup natürlich dankbar, was man hat. Und dann macht das natürlich auch Sinn, hier mit dem stärksten und mit dem dicksten Set, was man hat, hier reinzugehen. Denn, ja, ich sag mal, so ein 10 Kilo Ladoga-Lachs zum Beispiel, der macht hier selbst auf so einem Setup schon richtig Theater. Die, nicht Ladoga, Atlantischer Lachs. Die Ladoga-Lachse im Gegenzug, die sind halt da relativ entspannt und geben da nicht so viel, nicht so ganz viel Gas. Andere Möglichkeit, die zeige ich jetzt eben. Ich baue das Set mal eben zusammen. So, Setup ist zusammengebaut. Sehr schön. Ich hole jetzt hier nochmal eben die Brocken raus. Und dann werfen wir auch das dritte Setup raus. Das Setup ist schon bekannt, ja, vom Yama-Set-Start sozusagen. Dieses Setup kann man sich hervorragend holen, wenn man frisch am Wolchow ist. Mächter, da ist die. Und das Ding benutzen wir jetzt. Also, das hier ist die Route. Das kann ich mal eben schauen. Ich lege sie mir mal eben kurz hier auf die Taste. So. Also, das ist die Route und die Rolle. Das heißt, gerade ab Level 20 absolut lohnenswert. Wir haben hier sämtliche Vorteile, also alles das, was man braucht in diesem Levelbereich, wenn man gerade Level 20 ist. Das heißt, wir haben 20 Kilo an Tragfähigkeit, reicht komplett aus. Wir haben hier eine Spule mit ungefähr 15 Kilo, es können natürlich auch andere Spulen sein. Hier jetzt gerade ganz praktisch, dass die einen relativ großen Spulenkopf hat, wo viel Schnur drauf passt. Das heißt, hier mit der Schnur vom Weihnachtsmarkt gerade haben wir jetzt tatsächlich 500 Meter Schnur auch drauf. Das heißt, wir haben genug Zeit für einen langen Drill, richtig praktisch. Und jetzt hier den Crank drauf und ein etwas kleineres Vorfach, 27 Kilo Vorfach. Ja, Vorfach immer noch über der Hauptschnur macht man ja im Normalfall nicht. Im Normalfall wollen wir ja, dass wenn das Vorfach abreißt, wenn uns irgendwie was abreißt. Aber hier haben wir Hechte und die Hechte beißen halt Vorfächer durch. Grob kann man kalkulieren, dass Gewicht des Hechtes mal 2 beißt der locker durch. In dem Fall jetzt hier, wie gesagt, so ein 6-7 Kilo Vorfach würde dieser Hecht hier locker durchbeißen. Da wir ja hier auch richtig große Hechte sind und da hier auch gerne auch mal Trophys reingehen, müssen wir eben aufpassen. Also so ein, rechnen wir einfach mal mit einem 15 Kilo Hecht. Heißt also im Idealfall so eine 30 Kilo Schnur wäre schon nicht so schlecht. Ja, jetzt in dem Fall hier. Auf den beiden Routen, links und rechts, haben wir ja hier gerade 31 Kilo drauf. Und jetzt hier auf der, ne, hier ist sie. Auf der haben wir jetzt gerade nur 27 Kilo drauf. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Zack, schnell raus damit. Aber auch das ist noch so gerade im Grenzbereich. Ich meine, so häufig fängt man ja keine Trophy. Schön wäre es, wenn das so wäre. Von daher testen wir das jetzt einfach. So, wir gehen ein bisschen runter hier von der Bremse. Das heißt, wenn da gleich was reingeht, dann kann der Fisch auch erstmal ein bisschen abziehen. Und wir fahren weiter
Ja, so grob hier in diese Richtung. Das passt schon ganz gut. Ja, aber so ist, wie gesagt, hier das Setup eben komplett aufgebaut. Also die Karma-Mächter Medium Hard. Ganz wichtig auch hier, sie hat ein Wurfgewicht von 7 bis 30 Gramm. Super auch fürs spätere Verwenden. Man kann das Teil jetzt nehmen eben fürs Hechtangeln speziell, fürs Schleppen am Koori, fürs Schleppen hier am Wolchow. Wir können das Teil später noch verwenden, wenn wir 30 plus sind. Natürlich auch an der Tunguska. Oder natürlich dann später auch an der Yama noch, gerade mit diesem Wurfgewicht und auch mit dieser Tragfähigkeit ist das absolut noch im Rahmen, genau so wie es hier ist. Denn an all den Gewässern sind wir häufig eben mit Schnüren oder mit Vorfächern unterwegs im Bereich von 15 bis 19 Kilo. Das ist also ein ganz ideales Setup, was man ganz, ganz, ganz lange auch noch so verwenden kann. Und es ist super günstig in der Handhabung beziehungsweise auch dann später in der Reparatur, denn der Einstieg ist halt in das Ganze nicht so teuer und dementsprechend ist die Reparatur auch nicht so teuer. Jo, jetzt hoffen wir hier natürlich, dass auf dem Setup auch mal schön noch was reingeht, wobei letzten Endes hoffe ich eigentlich eher auf eine schöne Ladoga Lachs Trophy hier auf den großen Routen. Da hätte ich ja dann doch noch mehr Bock. Fehlt mir noch der Fisch, wäre jetzt der absolute Oberhammer. Im Großen und Ganzen kann man aber schon sagen, jetzt hier in diesen 15 Minuten ist schon richtig gut was reingegangen. Die Ladoga-Lachse an sich, die lohnen sich hier schon. Zwischendurch natürlich auch ein paar ganz stattliche Hechte und auch Rapfen richtig lohnenswert. Also das nimmt man natürlich gerne mit. Was man jetzt natürlich noch testen muss, sind auch jetzt wieder ein bisschen andere Farben. Snatcher funktioniert schon ganz gut, aber auch andere Köder und andere Farben sind natürlich noch interessant, um das auszutesten und zu probieren. Vielleicht gibt es da ja noch anderes. Also Blinker könnte man noch testen. Längliche Blinker zum Beispiel oder tatsächlich auch mal etwas größere Spinner. Einfach mal ausprobieren, was denn da noch alles so funktionieren kann. Halt, hier gehen wir wieder zurück. Und auch ganz wichtig, diese ganze Serie hier der Dodger Cranks 10 und die auch in verschiedenen Farben. Ob das jetzt der blaue ist, der gelbe ist oder der kunterbunte, also gibt es ja verschiedenste, die man da dann eben nutzen kann. So, jetzt machen wir hier so eine kleine Kurve, fahren so halb in Richtung der Brücke und drehen dann aber kurz vorher nochmal wieder rum und dann geht es wieder schräg nach da oben. Ja, ich ziehe jetzt hier nochmal eine Runde. Und vielleicht geht da noch ein bisschen was Dickes rein, zieh das jetzt hier durch, bis in die Abendstunden. Abends und nachts ist dann hier eigentlich weniger los, also da lohnt es sich dann nicht. Und dann kann man in der Nacht entweder gezielt nochmal probieren, auf Zander zu gehen, schön mit der Jigführung. Oder man geht einfach irgendwie an Land und zieht da vielleicht ein paar Quappen raus oder Aale. Wir haben ja hier vorne, hier fahren wir gerade vorbei, hier ist der Anleger. Und da vorne in dem Bereich, hier kann man ja auch schön auf Aal gehen. Da gibt es ja auch schon einige Videos zu hier auf dem Kanal. Aalangeln am Wolchow ist ja direkt hier an der Stelle. Das kann man dann nachts ganz effektiv machen. Also, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen rum und raus und dann gucken wir mal, wie sich das denn hier bezahlt macht. Ah, sehr schön. Ein Brocken, der reingeht in die Bremse. Und das hier am Ladoga und das sogar auf relativ großem Setup. Sehr schön. Also, das lohnt dann natürlich zusätzlich, gerade so in Richtung der Abendstunden nimmt man das gerne mit. Hoffen wir mal nicht, dass das jetzt ein großer Hecht ist, der hier das Vorfach durchnagt, schön Stück für Stück, sondern dass es jetzt einfach ein angenehm großer Ladoga-Lachs ist. Das wäre halt richtig schön. Im Idealfall direkt 14 Kilo. 14 Kilo plus nehmen wir doch gerne mit. Ich fahre jetzt hier einmal noch ein bisschen rum mit dem Boot. Das nutzen wir natürlich aus, hier den Trolling Gun. Und ich fahre quasi jetzt so im Kreis um den Fisch quasi herum. Immer schön im Kreis drumherum. Man sieht das ja ungefähr, wo die Schnur hingeht und wohin der Fisch abhaut. So, jetzt gehen wir mal langsam ein bisschen höher von der Bremse. Dass wir hier so ein bisschen mehr Druck ausüben. Aber er kommt auch schon immer näher. Ganz weit weg ist er nicht mehr. Da ist er. Schöner Ladoga-Lachs. Jawohl, oder? Ist es sogar ein Atlantischer? Tatsache, 10 Kilo Atlantischer kann man auch machen. Der lohnt sich natürlich auch nochmal richtig.
Ja, und es wird langsam dunkel hier am Wolchhof. Ein Brocken ziehen wir jetzt hier noch eben rein. Und ich denke, dann geht's auch schon zurück zur Base. Und wir gucken gleich nochmal eben in den Kescher natürlich, inwieweit sich das denn hier lohnt, mit den Brocken hier das Silber zu machen, zu farmen. Immer natürlich daran denken, wenn man hier mit so einem übertriebenen Setup, wie ich hier gerade unterwegs ist, geht das natürlich viel schneller. Und man fängt vielleicht mit einem kleineren Setup ein bisschen weniger oder man braucht einfach länger, um so einen Fisch rauszudrillen. Das ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, ein paar Fische müssen wir schon theoretisch abziehen, weil einfach die Köder nicht so schnell wieder im Wasser sind. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Na, komm ran. Ui, der hat's ja aber nochmal richtig Bock hier. Nochmal ein Atlantischer. Ja, abgefahren, wie die abgehen hier. Atlantische Lachse, einfach übelst kampfstark. So, und ich bin zurück hier in der Base und wir gucken natürlich mal direkt rein in den Markt. Und zwar jetzt hier quasi für die letzten 45 Minuten 320 Silber durch das Hin- und Hergeschleppe. Das kann man nochmal machen. Wir verkaufen das hier unten mal eben. So. Und jetzt ist es hier mal ein bisschen sortiert. Das heißt, wir gucken mal eben kurz nach dem Preis. Und da sieht man auch schon, die Lachse ballern natürlich am meisten rein vom Silber, aber eben auch am kampfstärksten. Also das geht natürlich richtig gut rein. Aber auch die Hechte nicht zu verachten. Ne? Auch das lohnt sich natürlich. Dementsprechend immer gut drauf aufpassen, dass man auch dicke, fette Vorfächer verwendet. Also, Petri Lümmels, gönnt euch hier das Schleppen am Wolchhof. Am besten eben, wie gesagt, für den Anfang mit dem Setup Kammermächter plus HSV. Lübt ganz gut damit. Ja, und dann schön weitersparen auf dickeres Setup. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.